versuchen, einen Gang einzulegen. Das ist manchmal gar nicht so einfach bei diesen Mehrscheibenkupplungen. Gibt es manchmal Töne, die man nicht so gerne hört. Aber gut, schalten ist. Da lässt er sich zurücksetzen, kommt nicht noch einmal nicht. Aus am Start und auch am Ziel. Sie haben es gemerkt. Hier wird also ein bisschen sein Gehirn markiert. Aber nein, ich sehe die Feuer hier unten. Alles freigeben. Da, runter. Die versuchen ihn einzuwerfen. Eben hat schon einer an der Motorhaube herumgerissen. Ich sagte schon, die kommen aus dem Bereich Bonn. Und die haben sich immer gesagt, nee, geht noch nicht. Du musst noch was einsprühen. Ja, mach ich doch. Wüsste jetzt jede doch. So. Ist was passiert? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. So, ich hatte den Helm runter. Während er rausgezogen wird, Klaus, warte mal, sagt er. Hallo. Ja, ich habe den gleichen Jan versucht, wie wesentlich. Und naja, der Kerl, der dreht mal ab. Bei 5000 Umdrehungen habe ich immer ein bisschen Jahresgleichen. Wenn man hier hoch auf 6000 Umdrehungen, wenn man dann mal mit der Rekordgeschwindigkeit, aber denkt niemand über Formel 1 bevor. Ja, okay, machen wir gleich noch. Also, er hat so ein bisschen Bedenken gehabt, dass er den Motor zu hoch dreht.
Zu erkennen die unterschiedliche Farbe des Abgases. Da muss man dazu sagen, liebe Zuschauer, diese Abgaswolke, auch wenn sie so dunkel ist, das ist nicht nur Diesel, sondern die los. Ja. Ja, liebe Zuschauer, also es ist auch ein Hüpfdorf da, ein Karussell ist da. Wenn Kinder da sind, die so etwas machen möchten, kein Problem hier auf dem Gelände. Und Sie merken, der Lautstärkepegel steigt im Fahrerlager. Mindestens kann man schon hören, den einen oder anderen V8 habe ich da schon im Standgas gehört. Das wird natürlich gleich noch wesentlich lauter hier werden. Sicherlich nicht noch einmal. Nee. Kommt nicht noch einmal. Auch da gibt es Probleme. Also die beiden Bolts sind ungefähr so auf einem Level, was die Leiter, dann hat er gewonnen. Hält an, ist richtig. Ja, damit haben wir einen Sieger. Justice, der Fahrer, Martin Nicholson, 3. Platz.